Celine konnte nicht schlafen und lief draußen umher. Ihr wollte das Wildpferd von Südhof einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sie hielt es nicht mehr aus und fasste einen Entschluss. Sie wollte das Pferd nochmal besuchen. Sie lief zum Haus ihrer besten Freundin. Doch diese schlief. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, aber sie wollte unbedingt nochmal nach Südhof. Sie rannte zur Koppel. Nachdem sie lange unterwegs gewesen war, kamen sie an der Fährstation in Fort Pinter an. Midnight Queen, bitte bleib stehen!